So, mein Junge, Kampftag, ready? Ja. Sag mal erstmal Gewicht. Wie viel wuchst du vorher? 52 irgendwas. 52, irgendwas. Und du sollst für den Kampf wie viel wiegen? 50. 50, ja. Sag mal, mal was Abo war gesagt. Mit Hose. Mit Hose noch. Mit Hose! Hey, ich spar Geld. Danach mache ich 2 Wochen weiter, keine Süßigkeiten. Mhm. Und dann ist der Seitenspeck safe weg. So, Leute. Ich bin so hyped. Jengisan geht jetzt zu seinem Trainer. Wir fahren nach, weil Eröffnung ist erst ab 15 Uhr. Are you ready? Are you ready? In diesem Ring hast du schon mal geboxt. Hä? Ich meine, von der Anfang hat er auf jeden Fall gut. Der Blaue ist ratlos gerade. Er fragt sich, wie komme ich an den ran und so, weil er nutzt seine Reichweite aus. Er muss jetzt ausweichen von unten und dann von unten muss er rein. Er versucht aber anscheinend bekommen. Es geht an den Roten. So. Ist jetzt an den Roten. Oh, schön, 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 schön. Oberhand. Der wollte was, Mann. Ja, deswegen. Soll ich zu dem Kampf kommen, super und so? Ja, da Mann, der rein. Er gibt jetzt nochmal alles, Herr Blau. Wallheit zeigt Herz. Schön, schöner Treffer. Schön! Ich motiviere mich. Jawohl! Ich will ihn motivieren, Alter. 10 Sekunden nur noch. Ja! Er hat seinen Mundschutz rausgebracht. Walla, der letzte Schlag hat seinen Mundschutz rausgebracht von dem Boden. Walla, er hat Herz gezeigt. Ich bin in Tränen, na, Walla. Wie aber die nicht, Alter. Für sein Herz, das müsste ein Unentschieden werden. Walla, das müsste ein Unentschieden werden. Er hat doch meinen übertrieben. Eben, das müsste ein Unentschieden werden. Aber der Rot hat die klareren Treffer und das, den besseren Boxstil bewiesen. Hier das Urteil siegender Punkte. Der Kämpfer aus der roten Ecke. Leute, nach diesem Kampf ist Jengisan dran. Ah, so aufgeregt? Ja. Schön, er hat den gut in der Ecke. Oh mein Gott! Hat ihn so weiterschlägt zum Beispiel. Jetzt gerade macht er Rot. Oh, 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 oh. Bob, schöner Konter. Aufgeregt? Normal, ne? Rote Ecke. Rote Ecke, ja. Aslan! Lass dir eine kleine Sekunde zum Atmen. Halt mal diese Kamera, ich kann nicht mehr. Adi Jensen! Schick mir! Rein, Jengis, rein! Gib ihm, gib ihm! Deckung hoch! Schön! Hey, dein Ernst, Digga! Gerade bleiben, gerade bleiben! Jengis an! Deckung hoch! Schön! 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 Angezielt, weil ich über den Zahn hier ihn genommen habe. Hatte! Hatte! Hatte, Kompis! Ja, nochmal, gleich noch. Genau so. Hatte, Jenkins, dann, bam! Bam! Schön, aufwärts sagen! Bam! Links, rechts, links, rechts! Ja,
hat euch eingesammelt? Feuerwehr! Bitte! Bitte! Geh nicht zu lange! Hat euch eingesammelt? Jenkinson! Heide! Jenkinson! Deckung! Mehr schlagen! Treib ihn in die Ecke, Bruder! Nicht locker lassen! Komm, du bist derjenige! Bam! Bam, bam! Bam, bam! Heide! Cengiz! Cengiz! Bam, bam, komm, rein! Rein! Ja! Schneller! Ja! 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 Deckung hoch! Du machst das super, warte mal! Heide! Heide, Jenkins an! Bam, bam! Bam, bam, bam! Bam, komm! Jawohl! Hingucken, hingucken! Körper, Körper! Körper, Kopf! Feste, ja, schön! Deckung hochhalten, Deckung! Und mit Power schlagen! Mit Power! Hatte! Hatte ich mehr Schläge! Mehr Schläge! Deckung! Deckung! Hatte, mach mehr! Angriff! Bam! Schön! Bam, bam, bam! Deckung hoch! Bam! Hatte! Hatte, Jenkinson, der kann nicht mehr! Der kann nicht mehr! Hadi Cengizhan, jetzt alles! Vollgas! In Ecke 3, Madi! Go! Vollgas, Vollgas! Cengizhan Hadi, bam, schön! Bam, 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 bam! Bam, bam, bam! Mehr Schläge, bam, bam, komm! Schön! Treib ihn in die Ecke! Treib ihn in die Ecke! Ja, 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 ja! Nochmal, in die Ecke, in die Ecke! Hadi! Bayram! Hadi! Hadi! Weiter! Schlag! 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 Wurr, wurr! Schön! Wurr! Bam! Vor! Ja! Vor! Vor! Hadi! Cengizhan! Cengizhan! Bam! 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 Schön! Jawohl! Hadi! Cengizhan! Cengizhan! 100% jetzt! Hadi! Bam! Der kann nicht mehr! Der kann nicht mehr! Bam! Er war schon nach Hälfte durch. Walla, dieses Anzählen, das war so unfair. Marie Jendrajekla, 100%. Und hier das Urteil des anderen Punkten, der Kämpfer aus der blauen Ecke. Walla, das Anzählen war so schlecht von euch. Schande über euch, Land. Schande über euch. Wofür wird der angezählt, der Junge, hä? Wofür wird der angezählt? Wofür? Puh, analarını sikeyim, aman abi. Schwöre auf meine Mutter, die zählen den an für Nüsse. Für Nüsse. Ich muss zu Cengiz, Leute. Ich muss zu Cengiz. Das fand ich auch nicht korrekt. Das waren überhaupt nicht korrekt. Wofür zählen die an? Komm her, ich bin stolz auf dich. Was für ein Drecksladen hier! Ja, Leute, was geht ab? Ich bin
bisschen ausgerastet dort, bin ein bisschen wütend geworden. Ich erzähle euch mal jetzt kurz, was Sache ist. Der Fellbutter Boxclub hatte an dem Tag sein 100-jähriges Jubiläum. Und der Gegner von Genghis Khan kommt aus diesem Boxverein, wo gekämpft wurde, aus dem Fellbutter Boxclub. Das ist der erste Fellbutter, der an dem Tag gekämpft hat. Denkt ihr ernsthaft, bei dem 100-jährigen Jubiläum lassen die einen von außen gewinnen? Ich finde das echt kacke, Alter. Ich finde das echt unfair, dass so unfaire Mittel verwendet werden. Ich sag euch so, der eigene Trainer vom Gegner von Genghis kam zu uns nach dem Kampf und hat uns verstanden. Er meinte sogar, ich war richtig sauer, ich habe meinen zusammengeschissen in der Kabine. In der dritten Runde hat der nur noch kassiert von Genghis Khan. Wäre es zu einer vierten Runde gekommen, hätte Genghis Khan diesen Kampf 100% geholt. Das hat sein eigener Trainer vom Gegner gesagt. Aber beim 100-jährigen Jubiläum, natürlich, die müssen irgendwo einen Vorteil holen. So, in der ersten Runde wird er völlig sinnfrei. Jeder war ruhig und jeder in diesem Raum hat sich gefragt, warum wird der Junge gerade angezählt. Alter, der Kampf fing richtig spannend an, richtig gut an, beide Jungs sind geladen. Der wird einfach angezählt. Bro, was? Vom Gegner die Lippe hat geblutet, warum wurde der nicht angezählt? Versteht ihr, was ich meine? Das macht gar keinen Sinn. Und angezählt wird man ja eigentlich, wenn man zu Boden fällt. So. Bei den Kindern ist es ein bisschen strenger so, wenn man ein paar zu viele Schläge gegen den Kopf bekommt. Aber Genghis Khan hat da nicht mal zu viele Schläge gegen den Kopf bekommen. Alter, guckt euch die Kämpfe vorher an. Der eine Junge, da, weil die aus zwei anderen Vereinen kommen. Juckt die gar nicht, aber da ist einer aus Fellbutter Boxclub. Oh, der hat den jetzt zwei krasse gegeben, da müssen wir jetzt einschreiten. Da muss jetzt auf jeden Fall angezählt werden. Bro, wen wollt ihr verarschen, Mann? Wen wollt ihr verarschen? Egal, wie gesagt, ich war sehr wütend, aber man lernt aus jedem Kampf, man lernt aus jeder Situation. Genghis Khan hatte auch Fehler, ich will nicht sagen, dass Genghis Khan perfekt gekämpft hat. Sein Fehler war, sein größter Fehler und sein entscheidender Fehler war seine Deckung, weil hätte er seine Deckung einfach öfter oben gehalten und dann gekontert erst, hätte er so viele Schläge gegen das Gesicht bekommen. Aber er meinte zu mir, Abi, ich habe irgendwann gar nicht mehr auf meine Deckung geachtet nach der ersten Runde. Er meinte, als ich angezählt wurde, war nur noch in meinem Ziel, ich muss ihn jetzt K.O. schlagen. Und dann habe ich nicht mehr auf meine Deckung geachtet und seine Schläge haben mir eh nicht wehgetan. Ich verstehe ihn irgendwo, weil das löst in einem Kind so einen Druck aus, dass der zweite Kampf gegen denselben Gegner, erste Runde, du wirst angezählt. Bruder, was? Wie würdet ihr euch fühlen? Und dann für nichts so, für nichts. Deswegen bin ich da natürlich sehr emotional geworden. Ich war auch emotional natürlich im Kampf mit Genghis Khan drin. Ich habe mitgekämpft, ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört. Ba, 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 die ganze Zeit am Schreien, wie so ein Psychopath. Dafür kann ich auch nichts, das ist einfach, weil ich mit Herz und Seele bei Genghis Khan dabei bin. Und vor allem so viele Stunden, wie ich mit ihm trainiert habe, bin ich auf jeden Fall im Kampf mit integriert. Eigentlich müsste in der Ecke der Trainer sein, Baller, und ich müsste mit dem reden. Die haben keine Ahnung, wie man mit dem redet und wie man einen Genghis Khan motiviert. Ich weiß ganz genau, ich dachte den zwei, drei Sprüche, aber ich schwöre auf alles, der hätte nochmal wie so ein Psychopath durchgedreht. Nächstes Mal, ich werde das auf jeden Fall so klären, dass ich in seiner Ecke bin. Aber ist ja auch egal, Genghis Khan ist jetzt qualifiziert für die NRW-Meisterschaften. Diese Kämpfe, die ersten zwei, die der hat, sind sowieso irrelevant. Das sind quasi Showkämpfe, keine richtigen Kämpfe. Versteht ihr, was ich meine? Er sammelt gerade seine Erfahrung. Der Gegner ist übrigens auch 2 Jahre älter. Alles keine Begründung, weil Genghis Khan hat trotzdem viel härter gepuncht. Und die schöneren Schläge gemacht, die schöneren Kombis, Aufwärtshaken gegeben. Voilà, da waren echt gute Sachen dabei. Ich muss aber auch Props dem Gegner geben, er hat auch gut gekämpft, auch ein starker Gegner. Gib weiter Gas, vielleicht kommt es nochmal zu einem dritten Kampf, aber definitiv nicht in deinem Boxverein. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute, trainier fleißig, trainier hart. Ansonsten entschuldige ich mich für mein Verhalten ein bisschen, weil ich hätte da nicht beleidigen müssen. Ich war halt einfach nur emotional so wütend in dem Moment, weil ich mir dachte, Digga, erste Mal schon okay, Tam, wir haben Auge zugedrückt, aber zweite Mal, Bruder? Und dann noch so offensichtlich? Alles, ich hab mich noch zurückgehalten. Meine Freundin meinte die ganze Zeit zu mir, Jam, beruhig dich und so, dies, das, bla, bla. Und ja, dann bin ich halt ruhiger geworden. Versteht ihr, was ich meine? Dann hoffe ich, euch hat der Kampf trotzdem gefallen. Wir kommen nur noch stärker zurück. Jede Niederlage ist eine weitere Erfahrung, um noch stärker zu werden. Das Wichtigste ist, dass man niemals aufgeben darf. Und das gilt für alles im Leben, egal was ihr macht, Leute. In diesem Sinne, bleibt stabil, zieht eure Sachen durch, macht keine Scheiße, sucht euch ein geiles Hobby und das war's von uns. Peace out. Ach so, und vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wäre cool, wenn wir jetzt die 400.000 mal knacken, weil wir sind ganz kurz davor. Und wenn ihr die Glocke aktivieren würdet, würde es mich auch freuen, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und ansonsten kommentiert mal für Genghis Khan, weil er war sehr, sehr traurig an dem Tag. Das war's von mir. Peace out.